Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch wieder eins meiner berühmten Lava-Videos machen. Das habt ihr euch auf Instagram fleißig gewünscht und euer Wunsch soll mir natürlich Befehl sein. Wie ihr es im Titel vielleicht schon gesehen habt, geht es heute um Hörbücher. Und ich drucke sie ja schon seit einer Weile drumherum und sage ganz kryptisch, dass es bald News geben wird. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Und zwar ist dieses Video in Zusammenarbeit mit Nextory entstanden. Ich durfte mir dort eine Nextory-Page anlegen, über die ihr quasi euch dort registrieren könnt und einen 30-tägigen Testzeitraum nutzen könnt. Also das kostet euch gar nichts. Ihr habt 30 Tage Zeit, quasi die App auf Herz und Nieren zu prüfen. Auf der App gibt es nicht nur Hörbücher, sondern auch ein paar E-Books für die Leute, die sich vielleicht dafür interessieren. Nach dem Testzeitraum könnt ihr euch zwischen einem von drei Paketen entscheiden. Das erste nennt sich Silber und beinhaltet 25 Hörstunden, was ich für jemanden, der ein, zwei Hörbücher im Monat hört, völlig ausreichend finde. Dann gibt es das Paket Gold. Das beinhaltet ein Unlimited Hörvergnügen, das heißt, ihr könnt da so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt, den ganzen Monat lang. Und wenn ihr 24/7 Hörbücher hören wollt, dann könnt ihr das auch damit gerne tun. Und dann gibt es noch ein drittes Paket, das ich persönlich sehr spannend finde. Es ist nämlich ein Familienpaket, also es nennt sich auch Family. Und da kannst du dir nicht nur ein Profil anlegen, sondern bis zu 4 Profilen. Für Familien finde ich das richtig klasse, weil jeder sein eigenes Profil hat und dabei auch unbegrenzt hören kann. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch die Hörbücher herunterzuladen. Das heißt, wenn ihr draußen unterwegs seid, kein WLAN habt, dann könnt ihr euch die Offline-Bücher zur Seite nehmen und könnt da auch die Bücher hören, ohne dass euer Datenvolumen davon Schaden nimmt. Auf der Plattform gibt es mittlerweile über 500.000 Hörbücher und E-Books. Also da ist alles dabei, von New Adult, von Thriller, von Psychothriller, von Fantasy, Romantasy, Urban Fantasy, High Fantasy. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Soviel zu der Frage, wo ich meine Hörbücher höre. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, was halte ich von Hörbüchern? Wenn ich eine Kooperation mit einem Unternehmen eingehe, dann muss ich mich fragen, kann ich zu 100% dahinter stehen, hinter deren Konzept und deren Angebot? Und bei Nextory war es einfach so, weil ich ein riesen Hörbuch-Fan bin. Also bei mir läuft wirklich den ganzen Tag gefühlt irgendwo ein Hörbuch. Seit ich mir diese kabellosen Kopfhörer gekauft habe, ist es noch schlimmer geworden, weil ich dann nicht die ganze Zeit mein Handy mitschleppen muss. Das kann dann am Strom liegen oder irgendwo liegen und ich habe die Kopfhörer drin und ich nutze das wirklich beim Haushalt machen. Also sei es jetzt Spülmaschine ausräumen, sei es Staubsaugen, sei es Wäsche zusammenlegen. Ich habe ständig die Kopfhörer drin und habe ein Hörbuch laufen. Ich sitze auf dem Teppich, baue mit der kleinen Lego, habe die Kopfhörer drin oder habe dann einen Kopfhörer drin, damit ich noch höre, was sie sagt. Also bei mir ist da wirklich konstant irgendwo ein Hörbuch aktiv. Wenn ich jetzt nicht gerade nur zum Einkaufen fahre oder sowas, mache ich mir tatsächlich auch im Auto sofort ein Hörbuch an. Früher habe ich immer Musik angehabt und habe hart abgefeiert, aber mittlerweile läuft tatsächlich konstant ein Hörbuch. Es sei denn, die Kleine ist im Auto, die hat da ein Problem mit, wenn ich Hörbuch höre, weil da muss Musik laufen. Ja, wer erzieht hier wen? So viel dazu. Dann schwebt in der Buchbubble eine ganz, ganz große Frage im Raum, die die Bubble auch so ein bisschen spaltet, nämlich die Frage, zählen Hörbücher zum Lesemonat? Also, ich persönlich sage ja. Für mich zählen Hörbücher in den Lesemonat mit rein, weil es einfach eine Geschichte ist, die du beendet hast. Das heißt, mir ist es völlig egal, ob ich eine Geschichte jetzt in physischer Form per Buch gelesen habe oder ob ich sie gehört habe. Ich habe die Geschichte in meinem Kopf, ich habe die Geschichte in meinem Herzen und sie ist beendet. Haken dran. Und da ist es mir völlig egal, auf welchem Weg das in meinen Kopf und in mein Herz gewandert ist. Es ist einfach da.
Dementsprechend ja, gehöre ich zum Lager, ja, es zählt dazu. Dann gibt es natürlich super viele, die sagen, nein, ein Hörbuch ist ein Hörbuch und ein Buch ist ein Buch. Und mein Lesemonat besteht aus Büchern. Ist auch völlig legitim, kann jeder seine Meinung haben. Und wenn ihr jetzt zu der Fraktion gehört, die sagen, nein, gehört nicht dazu, dann ist das völlig in Ordnung. Ich möchte heute nur über meine Meinung sprechen und die ist eben, dass ich das dazu zähle. Ich muss auch sagen, dass ich, seit ich Nextory jetzt so intensiv nutze, schon einige Bücher von meinem Sub befreit habe, weil die Auswahl einfach riesengroß ist. Also ich bin tatsächlich anfangs hingegangen, habe meine Liste mit meinen Sub-Büchern neben mir liegen gehabt und habe dann geschaut, welche Bücher online sind. Und ich muss wirklich sagen, 75% meiner Sub-Bücher finde ich in der App. Ich durfte mir auch 3 Bücher aussuchen, die ich auf meiner Startpage quasi euch vorstelle und euch empfehle. Also schaut da gerne auch regelmäßig mal rein. Ich lasse die zwischendurch immer mal wechseln. Aktuell sind es eben Westwell, weil ich die Reihe sehr, sehr liebe. Court of Sun, weil ich den Reihenauftakt super, super gut fand und es auch mein Lesehighlight und Hörhighlight aus dem Monat Februar war. Und die Aurora erwacht. Der Aurora erwacht Auftakt. Dann muss man natürlich auch den finanziellen Aspekt bedenken. Gehen wir jetzt einfach mal vom aktuellen Marktpreis aus. Ein Standard-Taschenbuch aktuell kostet um die 15 Euro. Ja, legst du noch ein paar Euro drauf, hast du das Hörbuch. Und noch viele weitere. Natürlich gibt es auch so Monks wie mich, die dann quasi das Hörbuch hören und sich irgendwann nachträglich trotzdem noch das Buch kaufen. Aber der Platz ist im Bücherregal auch nicht unendlich. Und ich habe das mittlerweile so gemacht, habe mir das angeeignet. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob mir ein Buch gefällt oder nicht, dann höre ich erst das Hörbuch. Und wenn ich dann sage, okay, das war wundervoll, das Buch, ich würde das gegebenenfalls dann irgendwann nochmal lesen, dann kaufe ich es mir für mein Bücherregal. Das hat mir schon einige schlechte Ausgaben, nenne ich es jetzt mal, erspart, weil ich mir das Hörbuch angehört habe und dann dachte so, nee, gefällt mir nicht, möchte ich nicht, ich kaufe mir das Buch nicht. Und dann kannst du halt auch einfach das Hörbuch abbrechen, du löscht es aus deiner Liste und es wird nie mehr gesehen, wenn man das kann. Es gibt ja Leute, die müssen dann das Buch trotzdem beenden, weil sie wissen müssen, wie es ausgeht. Aber das sind andere Zwänge. Natürlich gibt es auch Leute, die einfach von vornherein sagen, ich brauche nicht jedes Buch im Regal, der Klappentext hört sich gut an, es reicht mir, wenn ich das Buch einfach höre. Da muss ich mir nicht mein Regal zuknallen damit, weil zum Beispiel auch das Cover nicht schön ist oder nicht dem eigenen Geschmack entspricht oder das Buch in einem Format gedruckt ist, das im Regal blöd aussehen würde. Man aber trotzdem Lust auf die Geschichte hat und dann finde ich es einfach klasse zu sagen, dann mache ich mir das Hörbuch an, dann weiß ich, was in der Geschichte passiert und fertig. Ihr seht es schon, ich bin absoluter Hörbuchverfechter pro Hörbuch. Ich finde auch tatsächlich, dass es zu dem Thema für mich gar keinen negativen Aspekt zu erwähnen gibt. Also klar kann man die Stimme erheben und sagen, ich möchte einfach jedes Buch, das ich lese, im Regal stehen haben. Ist auch völlig in Ordnung. Es geht mir bei, ich sag mal, 80% meiner Bücher auch so, dass ich sie einfach im Regal stehen haben möchte. Jetzt aktuell habe ich eine Dilogie gelesen, die mir einfach ja, optisch sehr gut gefällt und ich sie deshalb im Regal stehen haben möchte. Aktuell habe ich aber nur Band 1 im Regal stehen. Aber Band 2 fand ich so schlecht, das Hörbuch, dass ich echt überlegt habe, kaufst du das dann überhaupt noch? Das sind wieder 15 Euro, die du ausgibst für ein Buch, das dir nicht gefällt. Und ja, das sind andere Probleme, die wir da wahrscheinlich haben. Abschließend lässt sich einfach nur noch sagen, ich mag sie, ich würde sie in meinem Alltag auch schmerzlich vermissen, wenn es sie nicht geben würde. Und kann es euch wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Gerne auch über den Link in der Infobox. Das war's jetzt von mir. Wenn ihr einen Vorschlag habt für ein nächstes My Bookish Opinion Video, dann dürft ihr mir den gerne in die Kommentare reinschreiben oder auch mir bei Instagram eine Nachricht schicken. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!